Hallo ihr Lieben, uns erreichen immer wieder Nachrichten, dass der Schwamm nicht schäumt, der Stein nicht schäumt. Heute zeige ich euch mal, wie das wirklich funktioniert. Also, ich habe mir jetzt einmal den Universalstein geholt. Ihr wisst ja, der Universalstein heißt Universalstein, weil er universell einsetzbar ist und weil er fest ist wie ein Stein. Das heißt also, ich muss die Oberfläche erstmal anlösen und das schaffe ich mit dem Schwämmchen und Wasser. Bitte nicht trocken rüberreiben, dann passiert nichts. Einfach das Schwämmchen ein bisschen anfeuchten, bitte nicht tropfen lassen. Ihr feuchtet den ein bisschen an und geht einfach mal über die Dose rüber. Und jetzt reibt ihr darüber und wenn ihr sehen tut, er schäumt jetzt schon. Ja? Ihr nehmt sichtbar was im Schwamm auf, schäumt den dann auf und ruckzuck habt ihr den Schaum. Mit diesem Schaum reinigt ihr im Prinzip alles.